Herzlich willkommen zur Präsentation des Sportzweiges. Mein Name ist Markus Braun, ich bin der Sportkoordinator. Der Sportzweig ist durchgängig von der 1. bis zur 8. Klasse. Das bedeutet, dass Sie sich schon in den nächsten Monaten entscheiden müssen, wenn Sie Ihr Kind zum Sportzweig anmelden wollen. Im kommenden Jänner findet die sportliche Eignungsprüfung statt. Nähere Informationen zur Eignungsprüfung kommen etwas später. Beachten Sie bitte, dass Sie sich zur Eignungsprüfung anmelden müssen. Und zwar online auf unserer Homepage. Die Anmeldefrist endet nach den Weihnachtsferien. Was bietet unser Sportzweig? Unser Sportzweig bietet eine multisportive Ausbildung und ist kein Leistungssportgymnasium. Multisportiv bedeutet, dass die Grundsportarten angeboten werden. Wir haben 7 Stunden Sport pro Woche. Anbieten können wir Basistraining, Gerätturnen und Freerunning, Leichtathletik, Ballspiele, darunter fallen die 4 großen Ballsportarten Handball, Basketball, Volleyball und Fußball und Schwimmen. Zusätzlich zum Sportunterricht fahren wir einmal pro Jahr auf eine Sportwoche. In der 1. Klasse ist das eine Sommersportwoche, in der 2. und 3. Klasse eine Wintersportwoche und in der 4. Klasse wieder eine Sommersportwoche oder eine Bergwoche. Wir nehmen auch an sehr vielen Schulsportwettkämpfen teil, zum Beispiel im Oktober am St. Pöltener Citylauf mit dem gesamten Sportgymnasium oder auch für Spezialisten bei Ski- und Snowboard-Landesmeisterschaften, bei der Fußball-Schülerliga und so weiter. Die Teilnahme an den Wettkämpfen ist natürlich freiwillig. Ein kurzer Ausblick zur Oberstufe. In der Oberstufe bieten wir 3 Zusatzausbildungen an. Das eine ist die Ausbildung zum staatlich geprüften Fitinstruktor. Eine zweite ist die Ausbildung zum Skikursbegleitlehrer in Ski oder Snowboard. Und das dritte ist eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer. Hier endet der allgemeine Teil zum Sportgymnasium und für Interessierte setze ich nun fort im Teil 2 mit der genauen Sportstundentafel und dem Stundenplan und im Teil 3 mit der Eignungsprüfung, der Online-Anmeldung und der sportärztlichen Untersuchung. Hier sehen wir die Sportstundentafel im Detail. Die 7 Sportstunden in der 1. Klasse setzen sich zusammen aus 2 Stunden Spielen, Gerätturnen, Freerunning 2 Stunden, Schwimmen 2 Stunden und Basistraining. In der 2. Klasse wird Schwimmen durch Leichtathletik ersetzt. In der 3. Klasse kommt anstelle des Faches Spiele, kommen die 4 großen Ballsportarten Basketball, Fußball, Volleyball und Handball. Gerätturnen Freerunning wird ergänzt durch Rhythmik-Akrobatik. Weiters haben wir Leichtathletik und Basistraining. In der 4. Klasse haben wir 8 Stunden Sport mit den 4 großen Ballsportarten, Gerätturnen, Freerunning, Rhythmik, Akrobatik 2 Stunden, wiederum Schwimmen und Leichtathletik, Basistraining. Aber wie setzen sich diese Stunden im Stundenplan zusammen? Auf unserer Homepage können Sie alle Stundenpläne der Klassen einsehen. Sie müssen rechts auf elektronisches Klassenbuch Supplierplan klicken. Dann kommen Sie auf die Stundenpläne bzw. Supplierpläne. Links oben stellt man ein, welche Klasse man sehen will. 1S1 bedeutet die erste Sportklasse. Wie liest man so einen Stundenplan? Oben haben wir hier von links nach rechts die Wochentage und von oben nach unten die Unterrichtsstunden. Wir haben am Vormittag 6 Unterrichtsstunden. Der Unterricht beginnt um 7.40 Uhr und endet um 13.05 Uhr. Der Nachmittagsunterricht beginnt um 13.30 Uhr und endet um 15.10 Uhr. Wie Sie sehen, hat die erste Sportklasse einmal Nachmittagsunterricht. Ob dieser wie hier am Montag liegt oder an einem anderen Wochentag, ist jedes Jahr unterschiedlich. Am Montag in der 1. Stunde hat die 1S heuer das Fach M, also Mathematik, mit der Lehrperson, die hier steht, das ist das Kürzel der Lehrperson. Darunter steht der Raum, in dem der Unterricht stattfindet. Wenn wir uns jetzt
den Sportunterricht ansehen. Wir haben am Montagnachmittag in der 7. und 8. Stunde das Fach Spiele im Turnsaal 2. Am Dienstag haben wir Basistraining im Turnsaal 3. Am Mittwoch in der 1. und 2. Stunde Gerätturnen Freerunning im Turnsaal 1 und 2. Und am Donnerstag in der 5. und 6. Stunde Schwimmen im Bad. Man sieht auch, wann die Klassen Schularbeiten haben, hier am Mittwoch, 14. Oktober, in der 3. Stunde, ist eine Deutschschularbeit farbig hinterlegt. Im 3. Teil besprechen wir, wie Sie sich für die sportliche Eignungsprüfung anmelden können. Wir besprechen die Kriterien der Eignungsprüfung und der sportärztliche Attest. Heuer wird es aufgrund der Covid-Situation zwei unterschiedliche Termine für die Eignungsprüfung geben. Für die Volksschulen von St. Pölten Stadt ist dies der 19. Jänner und für die Volksschulen von St. Pölten Umgebung der 21. Jänner, jeweils um 8.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis spätestens 10. Jänner zur Eignungsprüfung online anmelden müssen. Weiters benötigen Sie am Tag der Eignungsprüfung eine ärztliche Freigabe, dass Ihr Kind teilnehmen darf. In der Woche nach der Eignungsprüfung bekommen Sie von der Schule einen Brief, der aussagt, ob Ihr Kind die Eignungsprüfung bestanden hat oder nicht. Wenn Ihr Kind die Eignungsprüfung bestanden hat, dann müssen Sie Ihr Kind noch nach den Semesterferien für unsere Schule im Sekretariat anmelden. Wie melden Sie Ihr Kind zur Eignungsprüfung an? Wenn Sie auf unsere Homepage schauen, finden Sie auf der rechten Seite bei den Quick Links den Reiter Eignungsprüfung Sport. Wenn man da draufklickt, kommt man zur Seite Aufnahme Sportgymnasium. Hier findet man relativ weit oben den Link zur Anmeldung. Wenn Sie diesen Link anklicken, kommen Sie in das Anmeldefenster. Der Link ist allerdings erst ab Ende November aktiv. Weiter unten finden Sie alle Informationen zur Eignungsprüfung und zum sportärztlichen Attest. Sehen wir uns jetzt den Anforderungskatalog näher an. Wir haben 8 Bewerbe, von denen im Jänner allerdings nur 6 Bewerbe kommen. Jedes Jahr kommen die ersten beiden Bewerbe, der 8-Minuten-Lauf und 50 Meter Schwimmen. Das sind zwei Längen in der Aquacity in St. Pölten. Von den restlichen 6 Bewerben kommen nur 4. Der 20-Meter-Sprint, der Bumeranglauf, einen Ball gegen die Wand werfen und fangen, Stangenklettern, der Tippslalom und der Standweitsprung. Die genaue Beschreibung der Bewerbe finden Sie auf der Homepage, sowohl nachzulesen als auch als Video. Was bedeuten nun die Werte? Nehmen wir den Bewerb 5, Werfen und Fangen. 3 gefangene Bälle sind die Minimalanforderung bei diesem Bewerb. Das heißt, eine Kandidatin muss mindestens 3 Bälle wieder fangen. Entscheidender ist allerdings der 50-Punkte-Wert. Das sind 11 gefangene Bälle. 50 Punkte bedeutet bei 6 Bewerben eine Summe von 300 Punkten. Diese 300 Punkte müssen erreicht werden, um die Eignungsprüfung positiv zu bestehen. Ist man bei einem Bewerb schlechter, muss man bei einem anderen Bewerb besser sein. Man kann also, wenn man bei einem Bewerb eine ausgezeichnete Leistung erbringt und 70, 80, 90 oder sogar 100 Punkte hat, kann man bei einem anderen dementsprechend weniger Punkte haben. Die Minimalanforderung muss allerdings erreicht werden. Es sei denn, alle 5 Bewerbe sind ausgezeichnet, dann darf auch ein einziger Bewerb negativ sein. Bitte beachten Sie, dass Sie am Tag der Eignungsprüfung eine Freigabe durch einen Arzt benötigen. Sie finden auf unserer Homepage dieses Formular, welches Sie verwenden können und auch sollen, aber nicht müssen. Im Grunde reicht uns eine Bestätigung eines Arztes, es kann ein Hausarzt sein, dass Ihr Kind am Tag der Eignungsprüfung gesund ist und teilnehmen darf. Eine genaue Beschreibung zu der sportärztlichen Untersuchung finden Sie auch auf der Homepage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie im Jänner begrüßen zu dürfen.